müssen wir denn noch warten? Ich habe keine Ahnung, aber es könnte eine Weile dauern. Meine Mutter brütet Eier aus mit Sitzen. Ist warm. Ich sitze auf Ei. Ich frage mich, was es wohl wird. Hoffentlich ein Mädchen. Vielleicht Flügelflieger wie mich. Oder ein Schwimmer, so wie ich. Hey, warum können wir nicht seine Eltern sein? Stell dich nicht so dumm an, Littlefoot. Wie können wir denn seine Eltern sein? Naja, wir ziehen es groß und unterrichten es. Das wäre doch toll. Oh ja, ja, ja. Ich wäre eine sehr, sehr gute Mutter. Wir gute Eltern sein. Also, ich glaube, ich wäre die beste Mutter der Welt. Wie kommst du denn darauf? Das Kleine könnte bei mir alles machen, was es will. Das mir gut gefallen. Ja. Niemals würde ich Nein zu ihm sagen. Oh nein, 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 nein. Was ist? Wollen wir es machen? Oh, ja. Ja. Baby schlüpft. Es ist ein Schaumstoff! 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 Sieht er gar nicht gefährlich aus. Ist er gut? Ich werde dir nichts tun. Na, du bist ja niedlich. Hey, du denkst wahrscheinlich, ich bin deine Mama, dein Papa. Das bin ich eigentlich nicht, aber keine Angst. Ich werde gut auf dich aufpassen. Und meine Freunde auch, wenn sie erst mal sehen, wie lieb du bist. Na komm, ich zeig dir die Gegend. Wow, ich zeig dir besser erst mal, wie man geht. Man hebt einen Fuß und setzt ihn weiter vorne wieder ab. Dann kommt der andere Fuß dran. Versuch's mal. Nicht so schnell. Du tust dir weh. Na, ist alles in Ordnung? Du musst vorsichtiger sein. Ist ja gut, ich bin nicht böse. Hey, du brauchst doch einen Namen. Ich weiß, ich nenne dich Chomper. Ich glaube, du bist hungrig, hä? Oh Mann, ich weiß, was Schafzähne gerne essen, aber vielleicht kann ich dir beibringen, Pflanzen zu essen, wie ich. Immerhin bin ich ja jetzt dein Papa. Hier. Diese Blätter schmecken wirklich toll. Versuch's mal. Das ist schwieriger, als ich dachte. Chomper, du wartest hier, klar? Rühr dich nicht von der Stelle. Gut, ich bin gleich wieder da. Ich brauche ein paar Ratschläge von meinen Großeltern. Wenn Sarah das rauskriegt, bringt sie mich um.